herzlich willkommen zur Local Conference of Youth Austria. Wir freuen uns, dass ihr alle hier seid und wir freuen uns, endlich hier zu sein, dass das Wochenende endlich gekommen ist. Und wer freut sich noch, hier zu sein? Genau das wollten wir hören. Und natürlich habe ich das Ganze nicht alleine gemacht und ich darf jetzt auch alle anderen auf die Bühne bitten, die da dabei waren. Und zwar die Rebecca, die Nina, unser Hendrik und der Adriana. Adriana! Und die Adriana hält auch noch zu. Und ich darf euch die liebe Katja vorstellen. Wir fünf haben in den letzten 5 Monaten unser Bestes gegeben, dieses Wochenende so cool wie möglich zu machen. Und wir hoffen, dass ihr ganz viel Spaß haben werdet, dass ihr viel lernen werdet und dass es ihr euch einfach gut gehen lasst. Zum Anfang haben wir eine wirklich schöne Grußbotschaft von unserem Bundespräsident. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Local Conference of Youth Austria, vor allem aber liebe Jugendliche. Es ist großartig, dass heute so viele motivierte, engagierte, zukunftsorientierte junge Menschen zusammengekommen sind. Bei der Local Conference of Youth Austria geht es um etwas sehr, sehr Wichtiges, um unsere Zukunft. Wie können wir die Klimakrise bewältigen? Mit allen ihren spürbaren Auswirkungen auf unsere Umwelt, auf uns selbst, auf den Planeten und die gesamte Menschheit. Erst vor kurzem, im Oktober, wurde der Bericht des UN-Weltklimarats veröffentlicht. Er zeigt, dass die Weltgemeinschaft ambitionierte Schritte setzen muss und nicht irgendwann, sondern jetzt. Man muss kein wissenschaftlicher Klimaprofi sein, um zu sehen, der Klimawandel geht uns alle an. Wir alle müssen unseren Planeten schützen, um ihn auch für die nachfolgenden Generationen lebenswert zu erhalten. Die Jugend hat hier eine Schlüsselrolle. Wir brauchen sie, die engagierte Jugend, die mitgestaltet, mitredet, mitbestimmt. Es ist ihre Zukunft. Es ist wichtig, dass die Local Conference of Youth Austria gerade jetzt stattfindet. Es ist wichtig, ein gemeinsames Zeichen zu setzen für ambitionierten Klimaschutz. Österreich mag zwar ein kleines Land sein, aber wir haben die gleiche Verantwortung wie größere Länder und wir müssen mit gutem Beispiel vorangehen. Sie als junge Menschen haben mehr Einfluss, als Sie vielleicht glauben. Machen Sie also das Beste aus Ihrer Konferenz und dafür sage ich Ihnen herzlich Danke. Ich wünsche anregende, inspirierende Diskussionen und danke den ehrenamtlich tätigen Teams, Personen, Teams für die Organisation. Viel Glück! Ja, also wie ihr euch vorstellen könnt, das hat uns noch mehr Motivation gegeben und wir haben uns noch umso mehr gefreut auf euch. Und jetzt? Und ich darf vielleicht der nächsten Person danken, und zwar unserer Vizebürgermeisterin Frau Maria Vasilaco, die die Schirmherrschaft für dieses Event übernommen hat. Und nicht nur das, ihr Team von der MA20 hat uns auch ganz, ganz toll unterstützt. Unter anderem haben wir Ihnen es zu verdanken, dass wir heute hier im Stadtkino sind und diesen coolen Kinosaal für die Eröffnung verwenden dürfen. Wir haben Frau Vasilaco auch gefragt, was sie euch wünscht. Und einer der Klimareporter hat ein ganz tolles Interview mit ihr geführt, das kann man online anschauen und einen kleinen Ausschnitt zeige ich euch jetzt. Es gibt nicht etwas, das ich mir von Ihnen wünsche, es gibt etwas, was ich Ihnen wünsche. Nämlich 3 erfüllte, sinnvolle, inspirierende Tage, in denen man die Möglichkeit bekommt, miteinander zu reden, sich auszutauschen, auf neue Projekte und neue Ideen zu kommen, vor allem aber auch darauf zu kommen, dass man nie allein ist, dass es immer so viele gibt, mit denen man gemeinsam die Welt verändern kann. Viel Erfolg dabei. Ja, genau. Und auf diesem Spur würde ich sagen, jetzt geht es um uns. Erst, was uns wichtig ist.
Das wird, wir möchten das ein Ort des Wohlfühlens machen. Wir wollen, dass ihr euch kennenlernt. Wir wollen, dass ihr miteinander redet, dass Ideen entstehen. Dass es wirklich ein Pott von Initiativen wird. Das Elcor-Team, tausend Dankeschön und einfach, also ich kann mich ausdrücken, werd emotional, es ist so schön, hier zu stehen und was da alles erreicht wurde. Dann treffen wir uns und setzen uns zusammen und sagen, wir möchten was in Österreich machen. Und das haben wir dann gemacht. In April haben wir den Verein Climate Austria gegründet. Es ist Teil eines internationalen Netzwerks, Climate. Den gibt es schon seit 2011, hat mehr als 400 Mitglieder auf der ganzen Welt. Und ich werde nicht zu viel dazu ausführen, einfach weil ich weiß, ich möchte meine Rede kurz halten. Aber ihr könnt mich gerne ansprechen, es gibt auch die Website, wirklich, wie die Rebecca gesagt hat, sprecht uns an, wir erzählen euch gerne, es gibt tolle Geschichten und wirklich erfolgreiche Projekte. Globale Phänomene brauchen globale Lösungen und dafür brauchen wir die Einbindung von jungen Menschen. Und der Klimawandel ist in seiner Dimension ein besonders unangenehmes Problem. Weil es ein Problem ist, das sich sehr langsam über viele Jahre aufbaut, aber dann da ist und kurzfristig nicht mehr bekämpft werden kann, weil das Klimasystem ein sehr träges ist. Und es ist ein Problem, das die jetzige Generation verursacht, aber die kommenden Generationen ausbaden müssen. Klimawandel, sowohl Minderung als auch Anpassung können nicht voneinander isoliert betrachtet werden, aber auch nicht nur innerhalb der Klimapolitik, sondern wir müssen immer andere Politikfelder mitdenken. The world would look actually very different if passionate people like you and people around the world like you did not exist. So never ever doubt in your abilities to be able to shape the world in any way. Wenn Klimakonferenz auf internationale Ebene eingehen, und was mich interessieren würde und sicher das Publikum auch, ist, was Sie sich erwarten oder was notwendig wäre, damit es erfolgreich ist. Heute am 16.11. ist der Tag, für den wir so lange gearbeitet haben. Also ich bin super glücklich drüber. Wir haben 5 Monate lang dahin gearbeitet, dass wir die erste österreichische Jugendklimakonferenz, die Elcor Austria, organisieren. Und es hat wunderbar geklappt. Es sind sehr viele Sachen schiefgelaufen. Wir haben auch die Konferenz wirklich eröffnen können im Stadtkino. Das hat mich voll gefreut. Das war wunderbar. Auch dank der Vizebürgermeisterin Frau Basilaku, die das ermöglicht hat. Und es ist wirklich wunderbar zu sehen, wie viele motivierte Leute schon gekommen sind und auch im Laufe sich des Wochenendes noch kommen, am Samstag und Sonntag. Und die Workshops laufen schon, das heißt, es ist einfach so viel Auswahl, so viele schöne Sachen und sogar die Volunteers, die uns überall helfen, das hätte ich wirklich nicht erwartet, dass einfach diese Stimmung da ist. Und bei der Eröffnung, das war wunderbar, so haben wir die Videobotschaft des Bundespräsidenten, Alexander Van der Bellen, gezeigt und das hat einfach für uns, das war so für uns eine Bestätigung, wie wichtig das, was wir machen, ist. Und ich glaube, das war wirklich so eine wichtige Message an alle. Dieses Thema ist wichtig und es ist cool, es ist wichtig, dass wir uns dafür einsetzen und das ist hier der Ort, wo man sein sollte an diesem Wochenende. Also ich bin voll begeistert eigentlich. Ja, wir sind jetzt hier bei der Local Conference of Youth, haben heute Morgen angefangen, um 9 Uhr war die Anmeldung eröffnet und ging direkt los. Also waren dann direkt im Stadtkino, hatten Eröffnungsrede und dann Eröffnungsdiskussion auch. Video von Van der Bellen ist, glaube ich, ganz gut angekommen. Ein Interview mit der Frau Vasilaku, unserer Schirmherrin. Es wurde von den Klimareportern durchgeführt. Wir sind jetzt gerade schon am Plan für die nächsten Workshops. Schauen, wie wir da alle Leute hinbekommen und wie wir das am besten regeln, weil unsere Gebäude sind ein Labyrinth, ein bisschen. Ich bin auch den Einweg 3-mal gelaufen, damit ich ihn wusste. Und ja, ich bin super gespannt, wie es jetzt weitergeht. Anscheinend ist das Essen mega gut angekommen, es war sehr lecker. Minimalismus hat uns da grandios bekocht. Also Aktionsküche war echt cool. Und ich bin sehr gespannt, was jetzt als nächstes passiert. Und aufs Abendprogramm. Es gibt eine kleine Jam-Session und Spieleabend, dann ist das schön. Ja. Bin echt gespannt. Voll cool, die Konferenz hat angefangen. Es war urstressig heute in der Früh, aber wir haben es geschafft. Wir haben uns alle aufgeteilt. Ich habe ein Lastenrad geholt, um die Sachen von der TU, das ist wo wir jetzt sind, zur Stadtkino, wo wir eröffnet haben, rüberzubringen. Nina und Hendrik und Adriana und Nina hat Strückgebäck geholt. Adriana und Hendrik und Katja haben einfach alles vorbereitet. Und als ich da gekommen bin, war es voll mit Leuten, den Stadtkino. Es war
wirklich so viele Emotionen da. Ich hatte es mir gar nicht erwartet. Ich war um 9 Punkt dort und es war schon überfüllt. Und das war mein erstes Eindruck quasi. Es war wirklich stark. Ich freue mich riesig, da zu sein. Ich freue mich riesig, dass dieser Tag endlich gekommen ist und ich kann es nicht wirklich glauben irgendwie. Es sind 5 Monate vorbeigegangen. Langsam habe ich das Gefühl, wir kriegen es hin und wir haben auch ein wunderschönes Team an wirklich viele Leute, die uns einfach da sind und helfen, unterstützen. Die Küche war wunderschön, wir haben Foodsharing, Stöckebäck, Wiener Linien hat uns Tickets gegeben, wirklich voll viele Organisationen, die helfen und voll viele echt tolle Workshops. Ich würde in alle, in jeder gehen, aber ich bin da und organisiere das und das freut mich auch mega. Deswegen ja, heute war bis jetzt ein sehr guter Tag. Ich bin sehr zufrieden. Und es war sehr anstrengend und ich muss ehrlich gestehen, ich weiß gar nicht mehr, wann der Tag heute begonnen hat. Die Tage verschwimmen alle ineinander. Und wir schlafen sehr wenig, deswegen hat es uns heute besonders gefreut, dass wir bis jetzt nur positives Feedback bekommen haben. Und obwohl die Workshop-Leiter richtig Probleme hatten und wir mit denen richtig Chaos hatten und das ein bisschen ja, komplett versunken ist, haben die Teilnehmer nur gutes Feedback gegeben, was uns echt sehr gefreut hat. Ihnen hat das Essen geschmeckt, sie finden das Programm cool. Und es tut richtig gut, das zu spüren und auch gesagt zu bekommen, weil da ist so viel Arbeit reingegangen in den letzten Wochen und Monaten. Und das macht richtig Spaß, da jetzt einfach dabei zu sein und das, auch wenn es chaotisch ist, einfach laufen zu lassen. Und ja, ich freue mich schon auf die nächsten 2 Tage und bin gespannt, was die noch bringen. Es freut mich besonders, dass so viele junge Menschen hergefunden haben. Es ist wirklich inspirierend zu sehen, wie viele junge Menschen sich für diese Konferenz angemeldet haben und dabei sein wollen und einfach sich einbringen wollen. Wir haben ganz viele coole Workshops geplant und Podiumsdiskussionen und wir wollen einfach versuchen, die jungen Menschen in Österreich zu vernetzen, zusammenzubringen und dass sie einen Ort haben, an dem sie gemeinsam an Ideen arbeiten können und Lösungen finden können und vielleicht findet sich ja das eine oder andere Projekt, das sie auch danach weitermachen wollen. Also wir würden uns vorstellen, dass aus unserer Konferenz danach auch noch was weiter passiert und dass dann danach eine Bewegung weitergeht. Das wäre unser Wunsch.